bin da, bin überhaupt nicht da. Machen Sie sich doch nicht verrückt, Maximilian, ich bitte Sie. Ich mache mich doch nicht verrückt, Sie machen Sie. Also das ist jetzt. Wo fahren wir jetzt? Zu mir. Weil ich es nicht kann mit meinen Häusern, meinen Weibern, meinen Kindern, meinen Angestellten, mit den Gefährschaft, den Häusern, die Anzeigen und solchen Dreckskerlen wie mit Ihnen, die mir ein sind nach anderen Heimdörfen, würde ich meine drei Tage verreisen. Vielleicht brauchen Sie ein wichtiges Medikament. Ich brauche kein Medikament. Ich bin zu schnell gefahren. Gut, das gebe ich zu. Nein, das ist nicht gut. Das dürfen Sie nicht. Hören Sie, warum soll ich meinen Hamburg stabilieren, wenn Sie falsch verbunden sind? Ja, sind Sie falsch verbunden. Falsch verbunden. Wieder. Ich möchte wenigstens am Tag meiner Scheidung in Ruhe gelassen werden. In so einer Absteige habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht gewohnt. Dann weiß ich nicht, was du mit mir willst. Ich liebe dich, du Idiot! Du liebst mich nicht. Doch einfach und ich gehe auf der Stelle. Denur, dann kann ich wenigstens in Ruhe löschen. Und weißt du, was ich zuerst lösche? Alle deine Möbel. Und zwar bevor sie noch richtig brennen. Und als erstes kommt diese Spielabdruck. Verklag ich dich wegen mutwilliger Sachbeschädigung? Nicht wegen Falschdiefer. Zieh dich an und hau ab. Gestern fand sie mich noch ganz scharf. Wo ist die Dose? Wo ist die Dose? Was für eine Dose? Welche Dose? Die kleine gelbe China-Lackdose. Kleine gelbe China-Lackdose? Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Es wäre mir lieb, wenn ich meine Dose bekäme. Komm mal her. Nein. Du sollst jetzt? Nein. Und ich meine, was ich schreibe. Wenn ich in Zukunft nicht mehr das schreiben kann, was ich meine. Was ist dann? Leg mir Arsch. Ja. Ich bitte dich, schau es dir an. In Kambodscha werden ganze Städte gewaltsam entvölkert. In New York werden Kinder in den Slums von Ratten gebissen. In Somalia werden Flüchtlingslager bombardiert und ich schaue mir jetzt eine Wohnung an. Gloria, weißt du überhaupt, in welcher Welt wir leben? Solange solche Dinge passieren, ist es doch geradezu kriminell, auch nur darüber nachzudenken, wie man sich selbst bequem und gemütlich macht. Du willst dir die Wohnung also nicht anschauen? Ich denke nicht daran. Miete sie. Eine Wohnung werde ich mir anschauen. In Kalkutta verrecken jeden Tag Tausende auf der Straße und ich schaue mir jetzt eine Wohnung an. Miete sie. Bitte tu mir einen Gefallen und lass uns nie wieder über dieses Thema diskutieren. Es gibt weiß Gott wichtigere Dinge. Für mich ist es sehr wichtig. Im Gegensatz zu dir lebe ich nämlich nicht in Somalia oder Kalkutta, sondern hier und heute. Und jetzt will ich endlich mal wissen, wo ich hingehöre. Das möchten 2/3 der Weltbevölkerung auch gerne wissen. Die in Bretterhütten zwischen Müllhaufen verlaust, verdreckt, verseucht, sich ernähren müssen von... Miete sie. Geh rauf. Miete. Nimm sie. Miete. Schmeckt es dir? Ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Findest du es wirklich gut? Ich meine, ganz ehrlich. Ich finde es ganz besonders gut, ehrlich. Das Gemüse ist ganz frisch vom Markt und das Fleisch, rate mal, woher das Fleisch ist. Vom Metzger? Ja, aber von welchem Metzger? Weißt du, dieser tolle Metzger, dieser ganz tolle Metzger. Und welcher tolle Metzger, mein Schäfchen? Dieser tolle Metzger, welchen du weißt doch. Ach, dieser tolle Metzger? Ja, natürlich. Da bist du extra meinetwegen 25 Kilometer weit hinausgefahren. Und wieder rein. Was du dir meinetwegen für mich machst. Ich finde, das lohnt sich wirklich, Bärchen. Er hat einfach die besten Lammkoteletts. Daran sieht man wieder, mein Schäfchen, dass es eben doch solche und solche Metzger gibt. Aber solche und solche Handwerker gibt es auch, das kann ich dir sagen.
Sag bloß, der war immer noch nicht da, um deinen Bügelautomaten zu reparieren. Morgen kommt er, weil er dann gleich den neuen Kalkerstutzen für die Geschirrspülmaschine mitbringt und das Flusensieb von der Waschmaschine auswechselt. Das habe ich mir gedacht, dass das am Flusensieb liegt. Heute Morgen sind die Formulare für die Steuererklärung gekommen. Hast du dich jetzt wegen der Sonderausgaben erkundigt? Da der Rahmen der abzugsfähigen Sonderausgaben mit den Versicherungen, die wir haben, bereits voll ausgeschöpft ist, überlege ich mir, ob wir nicht vielleicht doch auf die Hausratsversicherung verzichten. Aber was ist, wenn ein Feuer ausbricht oder ein Einbrecher einbricht? Wir fragen sowas schon vor, mein Schäfchen. Täglich, nein, nein. Jetzt haben wir endlich unser schönes, gemütliches Heim. Jetzt möchte ich nicht plötzlich dastehen und kein Dach mehr über dem Kopf haben. Du hast schon recht, mein Schäfchen, du hast schon recht. Einen Moment, ich muss dir erst noch was sagen, mein Bärchen. Was denn? Der vom Wirtschaftsministerium empfohlene Vermehrungskoeffizient liegt zurzeit bei 1 zu 1,9. Ich glaube, wir müssten uns danach richten, mein Schnuffelchen. 1 zu 1,9? 1 zu 1,9? Dann wären die Zwillinge schon zu viel. Moment. Ideal wären 1,5 Linge plus ca. 6%. 1,5 Linge plus ca. 6%? Mein Gott, das wird nicht leicht sein. Ja, jetzt kann ich, wie ich das machen soll. Wie soll ich denn das machen? Wenn wir uns ganz fest konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn es dauernd klingelt. Ich möchte wissen, wer da dauernd klingelt. Das ist, also 1,5 Linge. Plus 6%? Ich werde wahnsinnig. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn es da aufklingelt. Maximilian, es klingelt. Es klingelt. Ja, weißt du, weißt schon. Sie bitte, was mache ich denn da? Was? Was wir hier machen? Was wir machen, glaubt ihr? Ich möchte ja, dass Sie... Bitte gehen Sie. Da obachten Sie heute noch was raus. Gehen Sie, bitte. Kommen Sie. Moment, Herr Jans. Ganz wir zwei sind doch die Dekorateure, die wir Ihnen hier tapezieren sollen. Hm? Neulich sind wir doch nicht mehr dazugekommen. Darum sind wir heute gekommen, dass wir es heute fertig machen. Verstehen Sie? Ja, das weiß ich alles. Mhm. Also. Aber ich habe mir das anders überlegt. Das gefällt mir so, wie das ist. Verstehen Sie? Ich möchte gerne, dass das so bleibt. Auf Wiedersehen. Geht Sie. So. Aber Herr Glanz, Sie müssen es doch einsehen, dass es so nicht geht. Das muss fertig werden. Das kann man doch so nicht lassen. Ja, nichts fertig. Im Gegenteil. Auf Wiedersehen. Ich habe geträumt. Was geträumt? Geträumt hast du. Vielleicht hast du auch geträumt, dass du zwei Tapezierer wegschicken musst. Bist du eigentlich noch ganz klar da oben oder träumst du nur noch? Vielleicht gehst du mal zum Psychologen. Psychiater. Vielleicht träumst du das nächste Mal, dass du einen Installateur wegschicken musst, der schon seit 2 Wochen die Waschmaschine anschließen will, falls er überhaupt kommt. Waschmaschine, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Das Flusensieb von der Waschmaschine war verstopft. Wie kann das Flusensieb verstopft sein, wenn die Maschine noch gar nicht da ist, hä? Ich rede von meinem Traum, Gloria. Wir haben uns nur noch über solche Themen unterhalten. Als Flusensieb von der Waschmaschine, ein Kalkerstutzen von der Geschirrspülmaschine, der Bügelautomat, die Geschirrspülmaschine? Gut, dass du davon redest. Du hast gesagt, du kümmerst dich darum, dass sie noch diese Woche geliefert wird. Und wo ist sie? Die muss nämlich auch angeschlossen werden. Und zwar zusammen mit der Waschmaschine. Ja, und Luftbefeuchter, die Stereoanlage, die Steuerformanlage, nicht wahr? Und das Fleisch vom tollen Metzger. Und die Hausratsversicherung für das ganze gemütliche Heim. Alles fertig, alles perfekt. Und dann noch 1 zu 1,9 und nicht wahr? Und ein Untertässchen und das Cognac-Gläschen, nicht wahr, mein Schäfchen? Maximilian. Vielleicht sollten wir uns rechtzeitig um einen Platz im Altenheim kümmern. Oder was noch wichtig ist, ein sonniges Fleckchen fürs Familiengrab am Nordfriedhof. Maximilian. Darum muss man sich nämlich kümmern, solange man noch lebt. Weil wenn man tot ist, sind die besten Plätze vielleicht schon weg. Acht.
13. Der Ablieferung, letzte 120 Seiten. Fahne eine Woche später, Drucktermine 6. bis 8. fertig. Und wenn es nicht fertig wird? Es muss fertig werden. Warum? Wie bitte? Ist vielleicht viel interessanter. Unfertiges Buch. Ein Fragment? Ja, Sie leben doch noch. Ja, wenn Sie schon tot wären, wäre das was anderes. Na, ich verstehe schon, dass Sie angesichts der letzten 120 Seiten eine gewisse Panik befällt, aber das geht an so, das ist wirklich nicht schlimm. Nein, es muss am 18. fertig sein, sonst... Sonst wird es nicht fertig. Und es wird auch nicht fertig, Herr Jung. Sie sind wirklich ein Spaßvogel. Ich bin kein Spaßvogel, ich bin ein Zugvogel, Herr Jung. Was wollen Sie damit sagen? Damit möchte ich sagen, dass ich gerade im Begriff bin, zu verreisen. Sie können doch nach dem 18. verreisen, das ist alles fertig. Fertig, fertig, fertig. Es wird aber nicht fertig. Machen Sie sich doch nicht verrückt, Maximilian, ich bitte Sie. Ich mache mich doch nicht verrückt. Sie machen sich verrückt. Sie wollen doch, dass alles fertig wird. Es wird aber nicht fertig. Es kann gar nicht fertig werden. Ich bin nämlich gar nicht da. Wo sind Sie denn? Am 18. Auf Puka Puka vermutlich. Auf Puka Puka? Puka Puka. Seine Insel im Tuamotu-Archipel. South of the Mar, südlich der Marquesas. Marquesas. Haben Sie ein Blatt Papier? Da ist Australien, ungefähr da ist Neuseeland. Fidschi, Samoa, Tahiti. Das sind die Marquesas, Nuku'iwa, Hiraoa, Uauka. Und das ist das Tuamotu-Archipel. Takaroa, Wahidai, Turaya, Morotea, Mangareva, Puka Puka. Ich verstehe Sie sehr gut, Maximilian. Das glaube ich nicht, Herr Jungler. Darf ich Ihnen was vorlesen, Maximilian? Bitte, wenn Sie drauf bestehen. Herr Albers, wo ist der Ben? Soviel ich weiß, haben wir ein Exemplar dem Archiv nach Nepal geschickt. Danke. Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Weihen immer als Inhalt hat? Wer will nach Zürich? Wer will nach Zürich? Meinen Sie, aus Habana weiß und Hibiskusrot brät ein ewiges Manna für ihre Wüstennot, Bahnhofstraßen und Rühen, Boulevards, Lidos, Lahn? Selbst auf den Fifth Avenue fällt sie die Lehre an. Ach, vergeblich! Das Fahren, spät erst erfahren sie sich bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich. Da nehmen Sie. Da nehmen Sie Vorschuss, zweite Rate, Rest am 18. durch. Aber den Glanz nicht schlapp machen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Erster Abflug, Lufthansa-Flug Nummer 8. Seid doch vernünftig. Da ist ja nicht einmal Zahnbürstel dabei. Wenn ich ein Zahnbürstel brauche, dann kaufe ich eins. Pardon, wie wollen Sie bezahlen? Bar oder mit Kreditkarte? Gar nicht. Ein Moment. Ruhe. Maximilian, du bist doch gar nicht geimpft. Lass dich wenigstens zuerst impfen. Schau, wir fahren jetzt in die Stadt, gehen wir zum Doktor, du lass dich impfen und dann schauen wir weiter, was? Überlegen Sie mir dann, bleib doch da, ne? Weiß ich doch, bitte. Wollen Sie jetzt das Ticket oder nicht? Nein, ja, ich sag Ihnen, er will es nicht. Vielleicht weiß der Herr selbst, was er will. Natürlich weiß ich, was ich will. Ich will nach Puka Puka. Sehen Sie, er weiß gar nicht, was er will. Wir fliegen aber nur bis Sydney. In Sydney nehmen Sie am besten die Qantas nach Papeete und von dort allerdings... Siehst du, es geht gar nicht. Also. Schau, du warst ja nicht einmal geimpft. Komm, geh mal. Ich weiß was, das ist vielleicht nicht ganz so weit weg wie dein Puka Puka, aber dafür ist es bestimmt schöner. Das ist ja fantastisch. Das ist
ist ja federleicht und so weich. Das ist Kaschmir. Vielleicht ist das endlich das, was ich suche. Ja? Ja, ich weiß nicht. Da gibt's doch auch noch was anderes. So ähnlich wie Kaschmir. Auch so weich. Alpaka. Alpaka? Nein, nein. Vicuña. Vicuña. Wenn ich sehe, kann ich's Ihnen sagen. Sekunde. Ja. Alines Wollkorb, guten Tag. Gloria. Was ist denn jetzt schon wieder los, um Himmels Willen? Ich hab's. Ich weiß jetzt. Angora. Moment, bleib mal dran. Angora. Ja, ich bin wieder da. Also was ist? Wann? Am 20. und nicht am 18. Moment, ich schau mal nach. Hallo? Es ging schon, aber das ist ein Sonntag. Ich würde doch sowas nicht am Sonntag machen. Am Montag früh müssen doch alle wieder arbeiten. Das ist nicht das, was ich meine. Hallo? Mach doch am Samstag, den 19. Ich schaff das nicht. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie sie aussieht. Hast du schon mal selber tapeziert? Ich meine, so selber Wände tapeziert? Hallo, Aline? Aline, hallo? Hallo, Aline? Ah ja, das... Wie heißt das? Genie. Schön. Das ist schön weich. Woraus ist das? Wolle, alles Wolle. Hallo, Aline? Entschuldige. Ja? Ja, es tut mir leid, aber ich habe gerade eine Kundin im Laden. Also, was ist los? Tapezieren? Ja, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht, aber es kann ja nicht so schwer sein. Ich kann tapezieren. Wie bitte? Was ist? Ich kann tapezieren. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich kann nämlich tapezieren. Schau, was sagst du jetzt? Sowas hast du in deinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Wunderbar. Weiber, Brüste, Hintern, alles. Maximilian! Du begreifst es nicht. Also, Australien, ungefähr da ist Neuseeland. Fidschi, Samoa, Tahiti. Das sind die Marquesas, Nuku'iwa, Hiraoa, Uauka. Und das ist das Tuamotu-Archipel. Takaroa, Wahitai, Turaya, Morotema, Mangarewa, Pukapuka. Till I met you on the shore, and though you're so beautiful, you were like the only light. In my arms, you will last forevermore. As we lay there in the sand, you told me.
Beispiel der Gloria im Kerl. Ja, pass doch auf. Der hat nämlich einen Tick. Wenn der Zeitung liest, dass, was weiß ich wo, in Indien oder sonst irgendwo einer verhungert ist oder irgendein koreanischer Gastarbeiter in Abu Dhabi von einer Tarantel in den Fuß gestochen wurde und daran gestorben ist, was natürlich hätte verhindert werden können, wenn die Araber sich nicht weigern würden, ihre Gummistiefel mit Andersgläubigen zu teilen, dann geht der her und demoliert die Geschirrspülmaschine. Jetzt hör aber auf. Damit hat er dann sein Gewissen beruhigt. Und sie darf sich dann darum kümmern, dass einer kommt, der es wieder repariert. Aline. Und wenn dann endlich nach 3 Wochen einer angeschlossen kommt, dann schickt er ihn wieder weg, weil nämlich inzwischen eingefallen ist, dass ein funktionierender Geschirrspüler in der heutigen Zeit unsozial ist, wo doch mindestens 3 deutsche Arbeiterfrauen ihre Töpfe und ihre Teller mit der Hand abwaschen. Aber er spült ja nicht ab. Sie spült ein. Streit. So sensibel. Streit. Du nicht? Bitte nicht. Ja, schon. Warum stehen wir hier und tapezieren die Wand? Wo ist denn er? Warum tapeziert er nicht? Warum wir? Du hast recht. Aber ich glaube, er leidet wirklich unter allem Möglichen. Leidet. Du leidest auch. Bitte. Ich leide. Sie leidet. Wir leiden alle. Alle leiden. So. Und am meisten leide ich jetzt darunter, dass hier nichts mehr zu trinken gibt. Los, komm, heul, Suse. Jetzt gib mal was trinken. Komm. Da ist niemand da, das gibt's doch nicht. Da, jetzt kannst du es anziehen. Danke. Das ist ja ganz nass. Da hol ich mir doch den Tod. Ich brauche trockene Sachen, kann ich nicht. Das nasse Dreck anziehen, kriege ich sofort eine Lungenentzündung. Ich schwöre, dass ich bin wahnsinnig empfindlich. Ich kriege ja schon einen Schnupfen, wenn ich die Tür vom Kühlschrank aufmache. Das ist die Gloria, nicht da ist. Zu mir fährst du mir was zum Anziehen holst. Das ist ja nicht sehr hysterisch. Was sollte ich sagen? Schau mich an, was ich für einen Sonnenbrand habe. Au! Oh, das brennt vielleicht. Ich will todkrank gleich werden. Das ist niemand da, ist wieder niemand da. Star, what you have? She's just a crazy voodoo queen. See her back. She's always something up the eye. You know what? The spell of magic gets you high. Magic wand, she'll turn you into a. Vielleicht liegt sie am Kabel. Was? Ist das ein Diodenstecker oder ein Toaststecker? Keine Ahnung. Ich verstehe nichts davon. Soll ich es mir mal anschauen? Verstehst du was von Kassettenrekorder? Hast du Werkzeug? Was? Ich meine, hast du richtiges Werkzeug? Hm. Dann fahren wir erstmal bei mir vorbei und holen mein Werkzeug. Übrigens, ich heiße Grete. Und du? Darfst du denn einfach nicht gefallen lassen? Was ich machen soll, mit Spieß umdrehen, Schuss ableiten, konsequent. Aua. Was? Der war doch ganz nett. Hey du, komm mal her. Bist du schwul? Was? Ob du das Runde bist? Nein. Glücklich. Ehrlich. Ich bin da nämlich schon ein paar Mal reingefallen mit sowas, was? Ich werde dir jetzt ganz genau erklären, wie du deinen Kerl behandeln musst und daran hältst du dich jetzt endlich. Mein Schatz, bist schon lange da?
Wie geht's dir denn? Bist du krank? Ich habe Erkältung und eine Grippe. Was? Ich habe Erkältung, ich glaube, ich kriege Grippe. Sag mal her. Ist ja fast 41. Hm? Gibt's doch nicht. 37,9. Ja, schau doch her. 41,2. Na was? 37,9? Du bist ja so krank, dass du schon nicht einmal mehr lesen kannst. Weißt du, was du hast? Was denn? Eine Lungenentzündung. Aber was habe ich? Ich hol sofort einen Notarzt. Ich brauche keinen Notarzt, ich habe ganz eine normale Erkältung. Du bist nicht erkältet, Maximilian, du bist krank. Du bist schwer krank, Maximilian. Ich mach das schon. Wie meinst du das jetzt? Ja, Sie brauchen den Teppich nicht auslegen. Doch, schauen Sie, der muss ausgelegt werden. Das ist ein Auslegware, darum muss er ausgelegt werden. Schauen Sie, wenn Sie uns zum Beispiel jetzt sagen, welche Farbe in welches Zimmer gehört, legen wir Ihnen den Teppich aus. Ich mach das schon. Ja? Vielen Dank, wieder schon. Mach's schon. Verstehst du das? Ich mach das schon. Hast du das gesehen, was die für einen ihren selbstsinnigen Blick in ihre Augen gehabt hat? Ich sag dir das eine. Die Frauen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass die meisten schon gar keine Pille mehr nehmen, weil sie auf dem Standpunkt stehen, dass wir uns lieber kastrieren lassen sollen. Tätst du dir das machen lassen? Warum nicht? Scheiß, wo wir die Neutronenbombe haben, muss der Mensch umdenken. Ich sag so, bevor ich das Geld, was die Kinder kosten, zum Fenster rausschmeiß, spare ich doch lieber auf eine Eigentumswohnung oder auf ein Reihenhaus. Hab ich dann wenigstens was vom bleibenden Wert. Wenn es schon mal so weit ist, dass die Bomben werfen, ist doch eh alles zu spät. Dann ist doch alles hin, dann ist doch alles kaputt. Eben nicht. Das ist doch das Tolle. Eben nicht, das ist doch das Raffinierte. Alles, was lebt, überlebt nicht. Aber was nicht lebt, das überlebt. Verstehst? Das ist zum Beispiel so. Wenn ich Ihnen doch sage, dass die Geschirrspülmaschine zuverlässig am Montag geliefert wird. Ich habe bereits einen Monteur eingeteilt, der Sie noch am selben Tag zusammen mit der Waschmaschine anschließt. Wie? Wie bitte? Sie wollen sie nicht mehr. Ja, aber warum denn nicht? Ja, bitte. Ganz wie Sie meinen, gnädige Frau. Ich kann Sie ja nicht zwingen. Unmöglich. Das Manuskript muss am 18. fertig sein. Egal. Das wird nicht gehen. Ich sag Ihnen doch, er ist krank. Gut, sagen Sie ihm einen schönen Gruß. Er soll krank bleiben. Ich habe keine Lust, diesen Tanz länger mitzumachen. Gestern will er nach Puka Puka fahren und heute ist er... Was? Wo wollt er hinfahren? Vielleicht will er morgen überhaupt aufhören zu schreiben. Und lieber einen Imbissstand, eine Lepra-Kolonie aufmachen. Naja, gnädige Frau, ich kenne das schon. Sagen Sie ihm, ich sage alle Termine ab. Ich verzichte auf seine weiteren Dienste. Und was den bisherigen Vorschuss betrifft, so. Wie geht's dir heute, mein Schatz? Nicht gut, weißt du. Schlecht. Hast du gut geschlafen? Die ganze Nacht dein Auge zugemacht. Weißt du, ich glaube, ich krieg wirklich eine Lungenentzündung. Mein armer Schatz, trink das mal. Heiß. Kannst du mir einen großen Gefallen tun, Gloria? Gern, mein Schatz. Ruf bitte meinen Verleger an, ich kann unmöglich diesen Termin einhalten. Unmöglich. Das habe ich mir schon gedacht, ich habe schon mit ihm geredet. Was hast du? Schönen Gruß, gute Besserung. Er sagt die Drucktermine ab, du brauchst das Buch gar nicht mehr zu liefern. Nur wegen dem Vorschuss, sagt er, da müsste man eine Regelung finden. Was ist los? Die Party habe ich auch abgesagt. Was brauchen wir? Eine Housewarming-Party? Wir sind doch nicht die Dings.
Und diesen ganzen Krempel da, finde ich, brauchen wir auch nicht. Waschmaschine, Geschirrspüler, Teppichboden, diesen ganzen etablierten Konsumwahnsinn, diese kleinkarierte Nestbauer-Ideologie, diese ganze verinnerlichte Sozialdemokratie, diesen angepassten und bourgeoisen Installations- und Absicherungsirrsinn, wohin, ich weiß nicht wo, überall die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Hast du das gelesen, was die mit den kurdischen Minderheiten in Persien machen? Wo warst denn du gestern Abend? Und mit wem? Wieso? Gloria. Ich weiß nicht, was du meinst, mit wem ich wo war. Ich habe einfach über alles nachgedacht. Und ich finde, du hast recht. Ich habe recht. Ah. Gut. Wie du meinst. Ich habe keine Angst vor Virginia Woolf. Ich nicht. Und ich halte es auch durch. Die Frage ist nur, ob du das durchhältst. Weil gegen mich ist der Strindberg, die Kurzmaler. Woke up this morning as the world came down. 5 a.m. at breakfast for some plastic jam. The halo on the face and you know it killed your man. I'm another guilty. The cops said I looked like an accident. I said I lost the trousers when I came to land. My cover ring, don't blame me, cause I follow where it went. Me no alcoholic, no, no, no. Kann ich mich darauf verlassen, Maximilian? Hundertprozentig? Gut. Am 18. Manuskript glanzt doch am 18. Bitte? Woran es liegt, dass sich der Einzelne nicht wohl fühlt, obwohl es uns allen so gut geht, verdammt nochmal doch am 18. Ich habe gerade das Lektorat gestoppt. Weitermachen! No need to be vicious, a life is delicious. I'm not superstitious, I'm both is religious. I'm going to pieces, yeah. I'm flipping out on you, babe. Flipping out tonight. I'm flipping in the mood, babe. Slipping out of sight. I'm flipping out on you, babe. Alright, I'm slipping in you, babe. Slipping out of sight. Now flip it one more time, yeah. Some lady said that looked like Groucho Marx. Her hair and dog made we didn't get along. She told me that my mustache and my nose were thrown, so I bit a dog. By the corner of my double eyes, my glasses got a smile as you were Maxi. Maximilian. Muss dir was sagen, was Wichtiges. Du weißt doch, dass ich was verstehe von Frauen, das weißt du doch. Weißt du, was ich dir sag? Sage dir, dass ich dich hereingelegt habe mit einem ganz linken Trick. Die Sache ist nämlich nichts anderes als das. Damit will sie nur erreichen, dass du das tust, was du jetzt tust. Und du tust das auch. Und weißt gar nicht, dass du jetzt genau das tust, was sie will, dass du das verstehst? Du weißt gar nicht, dass du das Opfer ich bist weiß von... Ich weiß alles. Du verstehst mich nicht. Ich weiß alles schon. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was sie will. Ich weiß sogar, dass sie wahrscheinlich weiß, dass ich weiß. Wir wissen beide, Lino. Schau, jetzt erkläre ich es dir nochmal. Maximilian, das ist den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bäume? Hä? Mein Gott, die Pflanzen für Balkon. Everybody make a change, you know, once in a while. You know, the most noto americano down in a Nassau, you know, with those two that they can use a bunch of. But we're trying hard to flip out sometimes, you know, we take a little pills, we take a little this, a little that, you know. And I got a Jewish amore, you know, she got a good line. She always saying, heaven knows I'm flipping out on you, babe. Flipping
Your wife told me it has to be short. It's going to be short. Nervös? Ich muss ihm helfen. Das ist das Dümmste, was du jetzt tun kannst. Ich dachte nur die Therapie. Läuft doch alles nach Plan. Siehst doch, dass er drauf reingefallen ist. Die Kerle sind alle gleich. Bilden sich weiß Gott was ein, was sie alles wissen. Nichts wissen sie. Weiß ich schon. Mein Datum ist nichts mehr, jetzt weg. It's got to be short. Your wife said it's got to be short. Das ist nicht mein Weib, das ist meine geschiedene Frau. Nichts weiß er. Wenn er was wüsste, würde er jetzt nicht rotieren wie ein Wahnsinniger. Angst hat er, weil er nämlich genau das Gleiche will wie du. Nur er will es nicht sein. Der unbequeme Intellektuelle will er sein. Und du sollst die Angepasste sein, die es mit der Gemütlichkeit hat, damit er dann wieder dagegen sein kann. Und jetzt, wo er seine... Ich mag es nicht so kurz. Kürzer. Sind doch schon so kurz. Kürzer. Und jetzt, wo er sein Idyll gefährdet sieht, jetzt rotiert er, jetzt hat er die Hosen voll. Nichts mehr mit Angola, Kalkutta und Amnesty International. Your wife is always right, you know? Und die Party findet auch statt. Hat mich nämlich vorhin im Laden angerufen. Wann? Ich weiß nicht genau, 22. oder 24. Jedenfalls, sie findet statt. Die anderen rufst du bitte an. Ja, ja. Naja, jetzt gleich. Jetzt. Weil sonst vergessen wir es ja wieder. Ne? Es ist 4 Uhr früh. Ja, und? Da sind es wenigstens alle zu Hause. Na, komm her. Komm. Gib her. Mach das selber. Mach das alles selber. Du machst inzwischen Kaffee und Schalk und Räume. Tabletten, das ist. Darf nicht müde werden. Darf nie wieder müde werden. Ne? Ja, Lino? Ja, pass auf. Die Housewarming-Party. Was ist? Wer sind Sie? Wer? Da fließen die. Aha, dann habe ich die falsche Liste. Ja. Naja. Moment. Übrigens gut, dass wir zweimal miteinander sprechen. Ja. Bleiben Sie dran, Mann. Bleiben Sie dran. Das, was Sie bei mir im Bad da gemacht haben, das ist Stümperei. Ja? Morgen früh, heute früh, in 2 Stunden möchte ich Sie hier sehen und dann werden die Kacheln neu verbucht. Weil sonst mache ich das nämlich selber. Ja? Und mein Stundenlohn, der ist höher als Ihre. Dann schicke ich Ihnen nämlich die Rechnung. Ja? Ja, wiederhören. Ja, tschüss. Die Nachrichten hast du heute wohl nicht gesehen. In Uruguay war ein Erdbeben. 1200 Tote, 20.000 obdachlos. Gloria, bitte tu mir einen Gefallen und geh ins Bett. Ich muss am 18. dieses Manuskript abliefern. Uruguay. Du weißt doch gar nicht, wo Uruguay liegt. Uruguay. Du hast Sorgen. Besorg lieber von deiner Mutter endlich das Rezept für die Kartoffelsuppe. Ich habe keine Lust, mich am Samstag vor allen Gästen zu blamieren. Ja? Ich denke, die Party ist am Samstag und nicht am Sonntag. Samstag oder Sonntag ist doch egal, das Rezept muss her. Ne? Bitte, und jetzt? Geh ins Bett, geh ins Kino, geh zum Friseur, irgendwas, ja? Uruguay. Ja, Uruguay. Was? Ah ja, pass auf. Wer sind Sie? Nerves. It's getting on my nerves. Nerves. You get what you deserve. Hello, how are you? Build a dream to find a home. A city, country, dungeon in my mind. I wanna get away, I've got to be alone. How should I plan to leave my nerves behind?
Und jetzt den da rein. Wie bitte? Den da, da rein. Willst du jetzt wirklich mitgehen? Warum denn nicht? Du hast immer gesagt, diese Riesenmengen von allem machen dich so aggressiv. Warum soll mich das so aggressiv machen? Weil es obszön ist. Was ist das? Das hast du doch immer gesagt. Das habe ich nie gesagt. Doch, du hast immer gesagt, du gehst in keinen Großmarkt, weil dir sofort übel wird und du dich angesichts dieses Überflusses schuldig fühlst. Dass die Gesellschaft diesen Überfluss so schamlos zur Schau stellt, das sei obszön. Das hast du immer gesagt. Ausrede, alles Ausrede, obszön. Gib doch nichts Praktischeres als einen Ort, wo es alles gibt. Gib mir mal die Liste. Komm. Gib. Einfach toll. Ist das toll. Ja. Bitte, sagen Sie, wo gibt's Klopapier? Hier, da vorne links. Ah ja, und Kartoffeln und Gewürzgurken? Ah, auch da vorne. Ah ja. So, das ist praktisch. Siehst du, Gloria, das ist praktisch. Alles beieinander. Oh, Moment, Gloria. Gloria. Arbeitsteilung, du besorgst das. Ich besorge das. An der Kasse ist immer super. So. Ja, Verzeihung. So. Sicht. Entschuldigung. Das ist die größte Einheit, die Sie haben. Gibt keine größere. Mehr, meine ich. Da sind 20 Rollen drin, das wird doch wohl reichen. Für meine Frau schon, für mich auch. Aber was ist, wenn er mal ein Besuch kommt? Sie finden reißende Englischstücke, sowie komplette Sets, bestehend aus einem Foyer, Anfangsring von Vorwegen, in echten Silber, in echten Steinen, sowie vollen Migranten. Außerdem erhalten Sie während der Ausstellung 10% Rabatt. Maximilian? Nimm doch endlich den blöden Hut ab. Genier mich doch so. Nimm den Hut ab. Was ist denn los? Wir mussten überraschend verreisen. Bitte seid nicht böse, Gloria und Maximilian. Denen ist nicht zu helfen. Jetzt, wo endlich alles fertig ist, wo endlich Ruhe. Auf nichts kann man sich mehr freuen. Denen ist wirklich nicht zu helfen. Was machen wir jetzt? Feiern. Socialmente più deboli. Il presidente del Senato italiano, Amintore Fanfani, è stato aggredito ieri a Roma da un uomo anziano, un pensionato dai capelli bianchi, che durante la commemorazione di Aldo Moro si è scagliato contro Fanfani tirandolo per le orecchie. Durante l'interrogatorio, il 65enne Angelo Gallo avrebbe detto di essere andato apposta a Roma per...
nerves. It's getting on my nerves. Nerves, 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 nerves. You get what you deserve. Hello, how are you? Build a dream to find a home. A city, a country, dungeon in my mind. I wanna get away, I've got to be alone. How should I plan to leave my loves behind? Watch out! It's getting on my nerves. Don't wanna be disturbed. You deserve. It takes a lot of nerve. Nerves, 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 nerves. It's getting on my nerves. Nerves, 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 nerves. You get what you deserve. No need to be vicious. Our life is delicious. Am I superstitious? The Pope is religious. Father's ambitious. I'm doing the dishes. This fictitious, some bastards and bitches, handshakes and kisses, the snake bites and hisses, a misses and misses.